Hallo, herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute gibt es ein geräucherter Schinken. Das war eine Schweineoberschale. Die schneide ich mir ein bisschen zurecht, weil die war nicht ganz so schön. Ich habe aber jetzt nichts anderes gekriegt auf die Schnelle. Und er hat ein paar Löcher und das ist auch immer gefährlich. Das ist ein Wasserfang und für Bakterien. Allerdings habe ich alles gut eingesalzt. Das, was dann so ein bisschen übrig bleibt, was ich abschneide, das benutze ich immer dann noch für meine Bratwurst. Ja, und an der Seite, wie ihr gesehen habt, da ist schon ein Vormodell, wo ich schon letztes Jahr gemacht habe und ihn erst jetzt angeschnitten habe. Und der ist einwandfrei. Der war vakuumiert. Der war zwischendurch, ist der mal aufgegangen. Da bin ich hingegangen, habe ihn nochmal vakuumiert. Also seit voriges Jahr Dezember im Kühlschrank gelegen. Aber super lecker und immer noch super im Geruch. Hat einen leichter Räuchergeruch und einwandfrei. So, der Schinken haben wir jetzt zurechtgeschnitten und dann wiegen wir das Teil erstmal ab. Jetzt müssen wir erstmal genau wissen, wie schwer das Teil ist. Auf 1000 Gramm benutze ich immer 35 Gramm. Das ist nicht zu salzig, ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Also für 1252 Gramm brauchen wir genau 43,82 Gramm. Also ich nehme dann 44 Gramm Pökelsalz. Hier mal unseren Pökelsalz und unseren Schinken tun wir jetzt hier mal in die Ankas-Rum-Schüssel reinlege. So, dann haben wir noch drei Knoblauchzehe. Ich tue mal ein bisschen klein schneide, kommen dann auch gleich mit hier rein. Könnt ihr auch Knoblauchprüfer nehmen, ist ganz egal. Dann kommt noch dabei Zucker. Ich nehme immer brauner Rohrzucker, würde ich immer benutzen, es gibt eine tolle Farbe vom Schinken. 10 Gramm Zucker. So, dazu benutzen wir noch 10 Gramm Pfeffer. So, optional noch ein bisschen Kümmel. So, das ist eigentlich alles. Salz, Pfeffer, Knoblauch. Und jetzt kommt noch was dazu. Das ist eine Gewürzmischung. Das könnt ihr auch bei mir im Shop erwerben. Da ist drin Senfkörner, Dillsamen, Koriander, Wacholderbeeren, Nelke, Lorbeerblätter, Chili und Piment. Da ist alles drin, was ihr für euren Schinken braucht. Ich zeige euch das auch mal, wie das aussieht. So, und von dem nehmen wir mal so einen Esslöffel voll. 20 Gramm nehme ich davon. Seht ihr, das sind Wacholderbeeren, das ist alles drin. Frischer könnt ihr das nicht machen. So, was ich noch dran mache. Optional ein bisschen Majoran. Mehr braucht man nicht. Diese ganze Gewürzmischung kommt jetzt hier dran. Pökelsalz, Salz, Pfeffer, Knoblauch, bisschen Majoran. Zwiebel empfehle ich euch nicht, weil Zwiebeln tut gern. Also alles, was gern tut, macht das nicht dran. Dann wird euer Schinken wird wahrscheinlich kaputt gehen. Knoblauch kann man dran machen, ist was anderes. Das kommt jetzt in die Maschine zum Durchmischen. Dass überall schönes Salz ist. Das ist die Ankersrum oder andersrum. Da kann man hier einen Timer einstellen. Die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube 8 Geschwindigkeitsstufen, so wie es aussieht. Die benutze ich jetzt eigentlich für mein Wurstbrett gut zu mengen. Da brauchst du dann immer mit der Hand zu kneten, weil das ist ja eiskalt. Und hier, das sind 7 Kilo Behälter. Das Gute ist, man kann hier mit der Hand reinfahren. Ich mache es jetzt auch zum ersten Mal. So, kann man schön die Schinke gleichmäßig salzen. Was ihr noch besser machen könnt, ihr könnt auch hingehen, anfangs erstes Salz reinmachen, schön alles durchsalzen und dann halt nachher die Schinke salzen. Kann man auch ein bisschen schneller stellen. Und da passiert auch nichts mit der Hand oder so. Dann ist das richtig gut eingesalzen und eingewürzt. Und da passiert im Fleisch überhaupt gar nichts mehr. Man kann Brotteige machen, man kann alles Mögliche machen mit. Und wie ihr seht, auch Schinken. Und hauptsächlich habe ich das gekauft für mein Wurstbrät zur Menge. Da in Ritze und Kante überall ein bisschen was drin schmiere. Was dann noch Rest übrig bleibt, das kommt mit in die Tüte rein. Jetzt habe ich hier einen Vakuumbeutel. Wie ihr seht, den habe ich so rumgefaltet. Aus dem Grund, weil der Schinken zieht ja gleich Wasser. Lässt, dass ich nicht mehr gut zuschweiße. Deswegen lege ich das rum und den Schinken darin verfrachte. Jetzt können wir das auch gut verschweißen. Deswegen habe ich das umgelegt. Das Geriffelte kommt immer nach unten von der Tüte. Das ist alles super schnell gemacht.
Das dauert ungefähr 10-15 Minuten und da habt ihr den Schinken fertig. Bisschen rummachen, so dass er ein bisschen Rand kriegt. Jetzt hat er das schon zugeschweißt. Jetzt gehen wir hin und machen nochmal eine zweite Schweißnaht. Das habe ich unten auch gemacht. Und er ist wunderbar eingeschweißt und sieht auch wunderbar aus. Und das ist schon alles. Das ist eine saubere Sache. Hier ist 100% sicher, sofern ihr keine Zwiebeln oder sowas nimmt. Seht ihr, ich habe jetzt die restlichen Gewürze noch dabei gemacht. Die Schwarte natürlich auch. Einreibe alles. Und das kommt jetzt in den Kühlschrank. Bei 4 Grad liegt es bei mir, unterstes Fach. Durch Regen und so weiter, man konnte nicht räuchern, habe ich ziemlich spät angefangen. Aber normalerweise könnt ihr immer davon ausgehen, so 10 bis 15 Tage, das ist so eine gute Zeit. So, da war jetzt weit über 10 Tage im Vakuum, wettermäßig bedingt. Da müsst ihr dann schön abwaschen. Pfefferkörner und so ein bisschen was könnt ihr schon dran lassen, das schmeckt. Aber das alles andere würde ich wegmachen. Und dann habe ich noch ein bisschen aufgestellt noch an der Seite mit Zahnstocher, dass da auch alles durchtrocknet. Das ist halt das Gefährliche, da sammeln sich dann Bakterien an. In den Keller hänge zum Durchbrennen, ich mache es allerdings ein bisschen anders, aber dazu möchte ich jetzt nichts sagen. So, ich habe mit Buche Mehl 12 Stunden geräuchert, war nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis wegen dem Wetter und ich habe dann zum Schluss nochmal nachgeräuchert. So, dann kommen wir mal zum Ergebnis. Links könnt ihr sehen, dass eine Rindersalami, das habe ich mal probiert, das ist eine Rinderbutter, die ist also sehr, sehr dick, da kriegt er über 2 Kilogramm Fleisch rein. Und hinten, das war noch ein Restbrät und in der Mitte vorne, das ist mit Wurst als Salami gereift. So, dann kommen wir hier zu unserem Ergebnis. Also so sah er jetzt aus nach dem ersten Räuchern. Wie schon gesagt, ich war nicht ganz zufrieden mit. Der hat wenig Rauch auch aufgenommen. Aus dem Grund, weil die Luftfeuchtigkeit draus sehr hoch war. Ja, es war eben so gewesen und deswegen habe ich dann nochmal nachgeräuchert. So, jetzt habe ich nochmal nachgeräuchert. Nochmal 8 Stunden. Ich finde ihn wirklich ganz klasse. Von der Farbe ist er jetzt auch schöner. Das Wetter ist halt einfach nicht ideal. Es hat nur noch geregnet bei uns und das war halt auch sehr schlecht zum Räuchern. Es ist super lecker geworden. Mein Amigo hat auch gesagt, sehr gut. Und dann, ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.